In dieser Anleitung möchte ich zeigen, wie man die Lenkstange vom Vorbau abbaut bzw. wieder anbaut. Dafür habe ich einen passenden Imbusschlüssel und etwas Mehrzweckfett verwendet. Das hier ist die Lenkstange und die ist mit dem Vorbau des Fahrrades über eine Verschraubung verbunden. Es gibt natürlich eine Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten. Bei diesem Modell zum Beispiel ist die Lenkstange mit 4 Schrauben am Vorbau befestigt. Hier sehen wir eine Befestigung mit 2 Schrauben. Und dann gibt es natürlich auch Systeme, bei denen, wie hier im Bild, nur eine Schraube verwendet wird. Ich persönlich würde heutzutage einen Vorbau mit einer Schraube nicht mehr verwenden, und zwar aus 2 Gründen. Zum einen wird der Lenker sehr ungleichmäßig hier eingespannt, zum Beispiel hier an der Schraube kneift es mehr das Rohr zusammen und an dieser Stelle wird das Lenkerrohr nicht so stark eingespannt. Zum anderen ist es so, wenn ich den Vorbau wechseln möchte und habe hier zum Beispiel ein Lenkerrohr verbaut, dann muss ich, bevor ich das Lenkerrohr vom Vorbau bekomme, alle, zumindest auf einer Seite, die Griffe, eventuelle Schaltgriffe, Klingel und so weiter entfernen. Und erst dann kann ich das Lenkerrohr herausziehen. Bei den Modellen, wo das Lenkerrohr mit 2 oder mehr Schrauben befestigt sind, brauche ich einfach nur die Schrauben lösen und kann dann sofort die Lenkstange abnehmen. Weiterhin muss man wissen, dass es eine Vielzahl von unterschiedlichen Durchmessern bei den Lenkerrohren gibt. Dieses Modell hat zum Beispiel einen Durchmesser von 25,4 mm. Das ist also ein sehr gebräuchliches Lenkermaß. Aber zum Beispiel bei den Mountainbikern, da haben die Mountainbike-Lenker einen Rohrdurchmesser von 31,8 mm. Und dazwischen gibt es noch jede Menge unterschiedliche Maße, zum Beispiel 26,2 mm oder andere Sachen. Also wie gesagt, man muss sich vorher immer informieren. Das Abbauen ist sehr einfach. Ich habe hier einen 4 mm Imbusschlüssel, mit dem ich sehr einfach die 4 Schrauben entferne, die Schrauben abschraube. Jetzt kommt die letzte Schraube und nachdem diese gelöst ist, kann ich das Befestigungselement abnehmen und der Lenker ist frei. Bevor ich den neuen Lenker montiere, wie eben schon erwähnt, muss ich auf den richtigen Durchmesser achten. Hier waren es 25,4 mm. Die passen genau hier rauf und damit habe ich keine Probleme. So, bevor ich den Lenker wieder montiere, säubere ich erstmal die Stelle und schaue mir den Lenker genau an, ob ich irgendwo Einkerbungen oder Risse oder irgendwas anderes, was Verdächtiges, entdecken kann. Weil man muss wissen, diese Lenkstange ist aus Aluminium. Aluminium ist ein sehr sprödes Material. Das heißt, es reißt plötzlich oder bricht plötzlich weg. Man hat keine Chance. Während zum Beispiel einem Lenker aus Stahl, Stahl ist elastischer als Aluminium, nicht so spröde, da merkt man eher, wann ein Lenker wegbricht, weil er sich dann langsam verbiegt, während bei einem Aluminiumlenker mit einmal ein Stück abbricht. Deswegen vorher genau untersuchen, sind irgendwelche Kerbungen oder verdächtige Stellen, dann bitte diesen Lenker nicht mehr verwenden. Noch ein Tipp, bevor ich die Lenkstange wieder montiere, nehme ich jede der 4 Schrauben und fette sie am Gewinde unten etwas ein, damit ich später auch in 2-3 Jahren diesen Lenker wieder vernünftig abbauen kann. Hier an diesen Stellen darf natürlich kein Fett rankommen, weil sonst die Reibung herabgesetzt wird und eventuell dann die Lenkstange rutschen würde. Also hier bitte kein Fett dran machen, sondern im Gegenteil
dafür sorgen, dass dieser Bereich entfettet ist. Nun kann ich wieder die Lenkstange in umgekehrter Reihenfolge montieren. Befestige also die erste Schraube. Richte die noch nicht aus, sondern schraube erstmal alle vier Schrauben an. Ziehe jetzt erstmal die Schrauben locker an, noch nicht festziehen, denn ich muss ja den Lenker noch richtig ausrichten. An manchen Lenkstangen befindet sich deswegen hier eine Gradeinteilung. Das ist hier nicht der Fall, das heißt, ich muss hier nach Augenmaß gehen und auch hier den Winkel mir entsprechend aussuchen und dann kann ich anfangen, über Kreuz die Befestigungsplatte anzuziehen. Noch ein Hinweis: immer darauf achten, dass der Spalt oben und auch der Spalt unten ungefähr das gleiche Maß haben. Also nicht hier oben alles zupressen und hier unten einen großen Spalt haben, denn dadurch habe ich keine gleichmäßige Befestigung. Zum Beispiel so soll es nicht sein. Hier haben wir praktisch gar keinen Spalt mehr, gar keine Luft mehr. Und unten haben wir noch richtig viel Platz hier. Also so nicht machen, sondern gleichmäßig anschrauben. Zum Schluss kontrolliert man nochmal den Sitz der einzelnen Schrauben und achtet darauf, dass jede Schraube ungefähr gleich fest angezogen ist, damit wir eine schöne gleichmäßige Klemmung erreichen. An manchen Vorbautypen gibt es Angaben bezüglich der Drehmomente, wie ich die Schrauben anziehen soll, zum Beispiel 6 Newtonmeter, sowas in der Art. Das sollte man natürlich dabei beachten. So, die Lenkstange haben wir damit wieder montiert. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal.